Leute, was geht? Diesmal geht es um ein ernsteres Thema. Ich dachte, ich äußere mal meine Meinung dazu, weil je mehr Leute darüber ein Video machen und darüber reden, desto besser ist es für uns. Und ja, es betrifft nicht nur andere YouTuber oder mich oder YouTube generell, sondern vor allem euch, ja, euer Internet. Das, was ihr seht und sehen werdet in Zukunft. Also ja, schaut euch unbedingt das Video bis zum Ende an, teilt es mit Freunden. Sagt mir mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren, ja, was haltet ihr davon unter dem Hashtag SaveYourInternet. Und ja, es geht um Artikel 13, ihr habt es vielleicht schon gehört. Ich denke mal viele von euch, meine Instagram-Timeline ist voll davon. Auf jeden Fall dachte ich auch, dass es nur Panik mache anfangs. Das ist doch voll übertrieben. Warum reden jetzt plötzlich alle darüber, warum nicht vorher? Auf jeden Fall dachte ich auch anfangs erst, ehrlich jetzt, dass es nur Panik mache. Das ist voll übertrieben, erstmal abwarten, das Ganze gechillter sehen. Aber nein, selbst YouTube hat was dazu gesagt, mehrere Texte dazu veröffentlicht. Auch gesagt, dass das Ganze sich negativ auf YouTube auswirken könnte und auf viele andere Plattformen auch, auf das gesamte Internet einfach, dass es wichtig ist, jetzt was dagegen zu tun und nicht erst, wenn es zu spät ist, weil das Ganze im Frühjahr 2019 beschlossen wird. Aber da dachte ich mir, wow, wenn YouTube das schon sagt, ja, darauf aufmerksam macht, Leute dazu auffordert, was dagegen zu machen und dagegen zu protestieren, dachte ich mir, wow, das muss dann sehr wichtig sein, ja. Die Alarmglocken sind am Läuten. Jedenfalls, falls ihr noch nicht genau wisst, worum es genau bei Artikel 13 geht. Der Artikel 13 ist ein Teil einer neuen Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union, die die Kreativität schützen soll. Das Inkrafttreten von Artikel 13 könnte jedoch unbeabsichtigte Folgen haben. So könnten sich die Rahmenbedingungen, unter denen Dienste wie YouTube Inhalte hosten dürfen, grundlegend ändern. Das heißt, YouTube müsste genau kontrollieren, was für Inhalte auf YouTube hochgeladen werden. Momentan ist es ja so, dass sie einen Filter haben. Ich glaube, das ist sogar der teuerste der Welt. Der Filter ist auf jeden Fall richtig gut, aber nicht gut genug. Würde dieser Artikel 13 also in Kraft treten, wäre es so, dass YouTube am Ende haften würde für jede Urheberrechtsverletzung, die stattfindet. Und das beinhaltet sehr viel. Nicht nur Bilder, Videomaterial, Musik, sondern auch Texte zum Beispiel. Deswegen wären solche Lernvideos oder Leute, die irgendwie zum Beispiel irgendein Mathematikthema erklären, auch nicht mehr auf YouTube zu finden, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Auszug aus einem Buch zeigen würden, weil sie nicht die Genehmigung dazu hätten. Und da YouTube nicht alles, diese ganzen Millionen Videos, die jeden Tag hochgeladen werden, filtern kann, würde halt YouTube am Ende zur Rechenschaft gezogen werden und verklagt werden im schlimmsten Fall. Und diese Beträge belaufen sich auf Milliardenhöhe. Und natürlich möchte so eine Plattform wie YouTube oder Twitter, Facebook, das betrifft ja alle Plattformen, Instagram, wo ihr überall aktiv seid, ja, nicht die Verantwortung übernehmen und so viel Geld zahlen müssen, ist ja klar. Das Risiko ist einfach zu hoch, das ist viel zu teuer. Wie viele Menschen würden dadurch ihren Job verlieren? Stell dich das mal vor. Dadurch geht ja jedes Unternehmen pleite. Dass sie dann halt sagen, wir müssen dann halt am Ende die ganzen Kanäle löschen, weil die können das Ganze nicht überprüfen, ja, die können das nicht filtern, das geht einfach nicht. Und am Ende würden nur noch Kanäle von großen Firmen, von großen Sendern, die ihr auch im TV sehen werdet, übrig bleiben. Das haben die zum Beispiel auch gesagt, in der Praxis könnten Plattformen dann gezwungen sein, nur Inhalte von einer kleinen Anzahl großer Unternehmen zuzulassen, die ihren Programmen zur Freigabe von Urheberrechten entsprechen. Die haben ja ihre Lizenzen und da geht YouTube kein Risiko ein oder Instagram oder Twitter, Facebook. Deswegen können solche Kanäle natürlich auch bleiben und weiterhin ihre Artikel veröffentlichen, ihre Videos veröffentlichen. Aber es würde halt auch heißen, YouTube wäre nicht mehr das, was es mal war. Ihr findet nicht mehr diese Videos, die euch unterhalten, die euch gute Laune nach der Schule bringen, ja, die euch helfen bei Hausaufgaben, bei Klassenarbeiten oder die euch zum Einschlafen bringen, whatever, was auch immer ihr auf YouTube schaut, ja, den krankesten Scheiß oder das hilfreichste Zeug, das werdet ihr einfach nicht mehr finden. Das hieße halt auch, dass eure liebsten Kanäle komplett weg sind. Mein Kanal würde es nicht mehr geben, Team Becky würde es nicht mehr geben, weil ihr werdet nur noch das sehen, was ihr auch im TV sehen könnt. Irgendwelche Folgen von RTL 2, die abgeloadet werden. Dokus von WDR, ARD, ZDF. Werbevideos von irgendwelchen Unternehmen. Nur noch das werdet ihr auf YouTube finden und nicht mehr das, was ihr sonst so kennt. Und das ist echt schade. Und ich finde, das ist kein Schützen von der Kreativität von irgendwelchen Creatoren, sondern genau das Gegenteil passiert einfach mal. Man kriegt einfach vorgesetzt, was man sehen darf und was nicht. Und das ist einfach Beraubung von Meinungsfreiheit, das ist Zensur. Das ist einfach ungerecht und das ist uncool. Und deswegen ist es so wichtig, was dagegen zu machen. Und ihr könnt was dagegen machen, indem ihr die Petition unterschreibt
und damit ein Zeichen setzt. Ja, ich habe das auch gemacht. Die Petition findet ihr unten in der Infobox verlinkt, gleich oben, ja. Direkten Link, wo ihr raufklicken könnt. Ihr müsst dann nur unterschreiben, digital, und dann habt ihr eure Meinung dazu gesagt. Setzt auf jeden Fall unbedingt den Hashtag SaveYourInternet, damit es gesehen wird. Schreibt unbedingt eure Meinung bei mir jetzt unten in die Kommentare oder auf Instagram, postet damit Bilder. Schreibt wirklich eure Meinung da rein, warum, wieso, weshalb eurer Meinung nach das Ganze nicht eingeführt werden soll. Und warum es euch so wichtig ist, dass das Internet so bleibt, wie es ist. Markiert mich unbedingt da drauf. Ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen Rebecca Wing Official. Und ja, ich habe euch so, so da lieb und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hoffe, das Video ist nicht so durcheinander. Alter, ich bin so wirklich aufgewühlt. Und ja, bye!